Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger. Moin Leute, willkommen zu weiteren Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für eine kleine News zu der Reverie im Anime. Also wir haben vor kurzem ein neues Visual zum Reverie Arc des One Piece Animes bekommen. Und dieser Arc soll jetzt an dem 31. März 2019 beginnen. Ich habe mir die Preview zur Folge 878 angeschaut und habe festgestellt, dass dort nicht wirklich was von der Reverie gezeigt wird. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die letzten zwei Minuten, oder die letzte Minute, man dann zur Reverie rübergeht. Ich finde es eigentlich richtig geil, dass man jetzt keine Filler-Folgen reinpresst, sondern wirklich direkt mit dem Reverie-Arc anfängt, finde ich absolut geil. Und ich freue mich sehr auf den Reverie-Arc, weil das ist eine meiner Lieblings-Arcs, Leute, finde ich zumindest. Wie seht ihr das, könnt ihr meine Kommentare schreiben. Es gab dort so viele Infos und so viele krasse Plot-Twists und abnormal geiler Arc. Ich denke, der Arc wird so circa 7 bis 9 Folgen haben, also ziemlich kurzer Arc, wie ihr feststellen werdet. Für die Leute, die nicht wissen, was passiert, es wird einfach absolut krank und krass. Und zum Visual können wir kurz was sagen. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben vorne die Strohbande, dann halt die ganzen Prinzessinnen und zum Beispiel Raoshi, Vivi, Rebecca und halt Moncherry. Und dann im Hintergrund haben wir noch Sabo. Also Sabo wird auch am Start sein, Leute. So ein kleiner Hinweis auch. Natürlich ist die Strohbande nicht am Start, das kann ich gleich mal sagen. Ist ja auch logisch. Aber auf das Visual muss natürlich drauf. Es gibt wirklich nicht viel dazu zu sagen. Man merkt auf jeden Fall, dass Shirahoshi und Vivi im Vordergrund sind. Gerade Vivi wird sehr, sehr wichtig sein, Leute. Ich verrate aber jetzt nichts dazu. Es wird absolut heftig. Und Sabos, ja, Mission wird auch da krass gehighlightet. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Arc. Ich freue mich auch darauf, wie sie diesen gewissen Imp-Summer designt haben. Bin ich absolut gespannt. Und ich wollte euch das kurz mitteilen. Was sind meine Erwartungen an den Anime? Also meine Erwartungen sind eigentlich immer recht niedrig bei dem One Piece Anime, da halt der nicht vieles richtig macht. Aber ich muss sagen, in Whole Cake Island war im Großen und Ganzen ein sehr guter Arc im Anime. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Außer es gab ein paar Folgen, die waren scheiße. Aber im Großen und Ganzen war der Arc sehr, sehr gut gestaltet. Und ich erhoffe mir von der Reverie, dass man sogar ein paar Extra-Szenen hat, es nicht zu sehr in die Länge zieht, aber was ich nicht glaube, weil diesen Arc in die Länge zu ziehen ist ein bisschen schwierig, außer man baut Flashbacks ein, das könnte ich mir vorstellen, aber so in die Länge ziehen glaube ich jetzt nicht, außer vielleicht Flashbacks, wie gesagt, und dass man vielleicht ein paar Sachen mehr highlightet, das kann natürlich auch sein, das würde ich mir auch wünschen, und dass man halt auf jeden Fall nicht rusht, aber auch nicht in die Länge zieht, also so ein Mittelmaß findet quasi, und dass man ein bisschen so alles besser erklärt als im Manga, also zum Beispiel ein bisschen mehr über dieses Schloss noch erzählt vielleicht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir jetzt neue OSTs bekommen, also neue Musik, weil die haben wir ja im Whole Cake Island auch bekommen, dass wir für die Reverie auch was haben, weil im Sommer, finde ich, sollte ein richtig geiles OST bekommen, ganz ehrlich, es muss irgendwas Mystisches sein, irgendwas Krankes, was uns einfach umhaut, was wir immer dann daran denken, weil ich denke, Imsama wird noch ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Was ich mir natürlich auch immer wünsche, was aber nicht immer erfüllt wird, ist eine relativ gute Animation, dass sie ab und zu wenigstens geil ist. Die muss jetzt nicht konstant krass sein, aber wenigstens auf einem guten Level, das wünsche ich mir auf jeden Fall im Anime. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, Leute. Ihr könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Freut ihr euch denn die Reverie im Anime? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und ich sage euch eins, das ist einfach von den Infos der heftigste Arc, wo bis jetzt erschienen ist. Also wirklich abnormal krank. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Anime-Banger.